Flüstern und Nachrichten schreiben in Throne and Liberty. Ja, du willst deinen Mitspielern etwas sagen. Ja, du wurdest aus einer Dungeon-Gruppe gekickt und willst einfach mal fragen: Hey Bro, was war da los? Ja. Aber wichtig, nicht beleidigend werden, das wäre problematisch. Ja, ihr wollt einfach mal nett flüstern, ihr wollt ein bisschen chatten. So, wie funktioniert Flüstern und wie funktioniert Nachrichten schreiben? Wo haben wir denn hier mal? Der hier scheint Deutsch zu sprechen. Genau, dann müsst ihr Linksklick auf den Namen. Und dann steht hier, tippe hier, um zu chatten. Ist so ein bisschen versteckt, ja. So ein bisschen versteckt. Alles Mögliche wird hier auch noch nicht so richtig angezeigt, würde ich sagen. Genau. Dann könnt ihr hier einfach mal schreiben, Moin. Und dann müsst ihr hier auf diesen kleinen Papierflieger klicken. So. Und ihr seht, jetzt hat sich so ein neuer Chat geöffnet. Hier, das können wir erstmal wieder wegmachen. Und das Charakterprofil, da hat sich hier so ein neuer Chat geöffnet. Mache nur einen Guide zum Flüstern in dem Spiel. Und coole Gilde, weiter so. Gilde. Weiter so. Genau, dann könnt ihr hier Emojis noch schreiben oder Sticker. Da kann man, glaube ich, auch also weitere noch freischalten dann. So, jetzt können wir dann wieder abschicken. Und jetzt würde ich das Ding aber auch verlassen, weil ich seine Antwort jetzt in dem Fall nicht brauche. Mach nur einen Geil zum Plus an dem Spiel und coole Gilde, weil da so, ja, das war jetzt einfach nur eine Spaßnachricht. Genau. Alles klar, vielen Dank. Ach, der hat dann auch nochmal geantwortet. Ist ja cool. Ja, genau, so geht Flüstern, ist ein bisschen versteckt. Frag mich bitte nicht, wie es an der PS5 ist, mit wie was klicken. Da ist immer alles ein bisschen komisch, leider. Genau. So, dann noch Nachrichten schreiben. Gucken wir mal, ob wir hier noch jemanden Nettes haben. I'm Flames. Wen können wir denn mal einen Brief schreiben? Beziehungsweise, da muss ich selbst nochmal gucken. Nachrichten. So, Nachricht schicken. Könnt ihr dann hier den Charakternamen eingeben? Wen haben wir denn hier so im Chat gerade? Warte mal. Rem710. Rem710 schreiben wir einfach mal. Vielleicht kann ja sogar sein, dass ihr dann zum Beispiel durch so eine Bewerbung dann im Chat in die Gilde wollt. Müsst ihr ja den Namen euch raufschreiben. Coole Gilde. Und dann schreibt ihr halt die Nachricht, habe deine Gildennachricht eben im Chat gelesen. Allerdings mache ich nur ein Tutorial, wie die Brieffunktion in diesem Spiel funktioniert. Trotzdem weiter so und viel Spaß. Trotzdem weiter. So und viel Spaß. So, Voice-Nachrichten kann man hier noch nicht schicken, ja. Kostenlos. Warte mal, so ein cooler oder? Alex macht hier total wie die Brieffunktion. Was für eine geile Nachricht. So, mal gucken, ob es. Ah, siehst du. Und es wird dann immer teurer, je mehr man verschickt. 100 soll ja, das ist jetzt nicht viel, aber gut. Kann ich hier noch irgendwelche Entschädigungssachen mitnehmen? Das hatten wir alle schon. Ja, das hatten wir alle schon. Okay. Und die werden dann auch irgendwann gelöscht. Man kann das hier noch so ein bisschen sortieren. Genau. So schreibt man Nachrichten und so geht Flüstern, also Briefe, Nachrichten und Flüstern in Throne and Liberty haben wir das kurz erklärt. Bis zum nächsten Video. Ciao.